Manchmal haben wir ständig Strom, an manchen Tagen nicht. Sehen Sie? Voilà. Es ist der dritte Stromausfall des Tages im Friseursalon von Val de Cimilli. Der junge Friseur hat sein Handwerk in renommierten Salons in der Schweiz und in Frankreich gelernt. Hier im Kosovo sieht sein Alltag anders aus. So muss er seine Kunden bitten, sich ihre Haare zu Hause zu waschen, bevor sie in den Salon kommen. Wenn ich ihr die Haare hier waschen würde, könnte der Strom ausfallen und wir könnten die Föhnfrisur nicht zu Ende bringen, wie es sich gehört. Wenn sie bei dieser Kälte mit feuchten Haaren ginge, könnte sie krank werden, durch unsere Schuld. Da fühlt man sich nicht gut. Die vielen Stromausfälle wirken sich natürlich auch auf den Umsatz aus. Valdet hat einen Generator, doch der gibt viel zu viel Strom ab. Jede zweite Glühlampe brennt durch, ganz zu schweigen vom Haartrockner und selbst dem Computer. Für diesen jungen Firmenchef ist der kosovarische Stromversorger KEK schuld. Immer wenn die kein Geld mehr haben, schalten sie Klick den Strom ab. Auch Donika wohnt in Pristina. Wie jeden Tag ruft sie bei der KEK-Hotline an, um herauszufinden, ob es am Abend Strom gibt oder nicht. Diesmal ist die Antwort ja. Am Vortag störte ein Stromausfall das Familienleben 2 Stunden lang. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit Ihren Kindern zu Hause. Ich bin bei Tina, die ihre Hausaufgaben macht, versuche ihr zu helfen, sie konzentriert sich und dann fällt der Strom aus. Man flucht, das macht einen total verrückt. Zumal Donika jeden Monat ihre Stromrechnung zahlt, im Gegensatz zu vielen ihrer Mitbürger. Die KEK gibt der schlechten Zahlungsmoral mit Schuld dafür, dass sie Strom nicht rund um die Uhr garantieren können. Etwa 85% der Leute, die eine Rechnung bekommen, zahlen sie auch. Damit sind wir nicht zufrieden. Für das Unternehmen ist das ein wahrer Teufelskreis. Es hat kaum Geld in der Kasse, um die Kraftwerke zu unterhalten und noch weniger, um Strom zu importieren. Ganz zu schweigen von den Netzmängeln und dem Abzapfen von Strom. Etwa die Hälfte der von der KEK produzierten Energie verschwindet so in der Natur.